danger of radiation. Looks like I'm here. Okay, kurz mal nachladen. Ah, reicht ja jetzt. Okay, also nochmal von vorn. Schrank knacken. Bin ja sowieso schon tot. Ja, schön männlich atmen. So, gut. Das war's hier soweit. Wupp. Tschüss. So. Toll, ich höre noch mehr von euch Bastarden. Lad ruhig nach, ich hab Zeit. Keinen. Ah, ich dachte schon, was kommt denn da auf mich zugeflogen für einen Scheiß? Gut. Das hätten wir erledigt. Hier ist noch so ein Pad. Warten wir kurz, mal bis er nachgeladen hat. Wir haben Sabotageverdacht im Antriebskern. Wir müssen die Angelegenheit am Ort untersuchen. Von Rasiermesser irgendwas. So, Munition. Gut, jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe. Ich hoffe, hier kommt irgendwo mal was zum Aufladen, weil... Wir sind jetzt noch ein Fahrstuhl. Munition ist voll, natürlich, klar. Ich habe ja nur so haufenweise Müllmunition. Aber von der Munition, die ich brauche, finde ich nichts. So. Jetzt. Suit Upgrade Chamber ready for use. Suit Upgrade Chamber ready for... Schnauze. Mal sehen. Kybernetische Hand. Mehr Gegner treffen. Wiederverwendungsgeschwindigkeit. Upgraden wir mal das. Dann können wir vielleicht schneller nachladen. Gucken wir mal. Ach Mist. Ja, geht relativ schnell jetzt. So, noch ein Granätchen. Hier nochmal eben kurz. Locked. Da ist noch ein Schrank. Entschuldigung an den Nächsten, der den Schrank benutzt. Riecht hier ein bisschen fischig, aber egal. Denkst du, hier wo Zombies sind, kann ich mich auch noch waschen? Also echt jetzt. Müssen wir da hin oder wo müssen wir hin? Also von dem Lift aus komisch. Hier müssen wir hin. Gut, dann gehe ich zu dem Lift. Ja, unheimlich männliche Atemgeräusche. Bad? Kaputt? Och. Oh, halt die Teil ist kaputt. Kannst du nicht benutzen. Musst du erst reparieren. What the? Da ist schon wieder so ein Flachwichser.
Was ist daran denn bitte jetzt schneller? Schlucken statt spucken, Junge. Schnauze, Mädel. Solche Leute wie dich habe ich ja... Oh, habe ich übersehen. Hallöchen, wer bist du denn? Toll, natürlich ist die Munition voll. Ja, wer hätte es gedacht? Au! Fetti! Schwabbel! Tschö! Ein Glück, dass die sich auflösen. Dann muss ich im Nachhinein hier nicht noch mit einem anderen Spiel putzen gehen. Da dachte sich jemand, hey, wenn ich schon ein Raumschiff baue, dann baue ich einfach einen riesig leeren Raum rein. Warum auch nicht? Ich meine, was ist das hier? Wer baut... War ich da vorhin schon? Nee, da ist eine rote komische Barriere. Da war ich definitiv vorhin nicht. Da würde ich aber gerne hin. Gut, okay. Da ist wahrscheinlich The Propulsion Core. The Propulsion Core is there. There you must go. Ja, genau. Da gehe ich auch einfach so hin. Mhm. Ich gucke mich erstmal hier um. Geld. Ich sehe dich da hinten doch schon. Wow. Dich auch. Und auch euch 3, 4 Leute da. Cash. Von wegen, das Nachladen wird schneller. Ich hoffe... Wird... Ich wollte mich hinsetzen und nicht... Wie so eine Katze rolle ich mich jetzt auf dem Ding hier zusammen. Oh. So, hier ein bisschen im Internet surfen. Ah, funktioniert wieder nicht. Alles kaputt hier. Natürlich, Munition ist voll. Heititei. Oh, die kann ich mitnehmen. Gut. Hier sehen Sie das Hauptziel der männlichen Fortpflanzung. Der Schritt der Frau. Viel unwichtiger ist dieser Punkt, der mit sehr vielen Kreisen gekennzeichnet ist und viel komplizierter aufgebaut ist. Das Gehirn, die Persönlichkeit der Frau, diese gilt es auszuschalten. Was? Tut mir leid, ich rede hier nur Quatsch. Oh yeah, let's hack this. What? Safety catch deactivated. Now you have to stop the propulsion manually. Oh yeah. I hope I'm now in the propulsion core. And I hope I have not overseen anything here from value. Why is there a Hinweis in the middle of the room? I don't like that. That does not sound good. I look everything up again, but I find nothing. So we go back to the where we came from. And hope that there are not more zombies like before. Oh look, the rote Schranke is activated immer noch. That is very bad, that is schlecht. Jetzt ruckelt's auch gar nicht mehr, wenn ich durch die Türen gehe. Zu Anfang hat's geruckelt. Ich glaube, da hat er noch Texturen oder so nachgeladen. Oh ja, gehen Sie hier durch. Gehen Sie nicht darum. Gehen Sie nicht über los und ziehen Sie keine 2000 Euro ein. Damit man auch ja hier durchgeht. Bett. Funktioniert immer noch nicht. Was ist denn das hier für ein Schrottschiff? Na toll. Habe ich den da hinten, den Kacker da freigeschaltet? So, kann ich nochmal upgraden? Ja. Gut. War das immer schon da oder benutze ich das jetzt zum zweiten Mal, weil der Level zufällig sich neu geladen hat? Weil jetzt die Tür offen ist und ein Programmierer sich dachte, scheiß drauf, merkt keiner. Mal sehen, Bein. Moment. Ich Idiot, hab nicht auf Verbessern geklickt, sondern nur auf Fortsetzen. Jetzt sagt die Olle, Upgrade applied. Enjoy the Wankfest. Mhm. Yeah.
Your new hand can wank at the double speed. Hallo? Da? Wie geht's? Alles klar? Bei euch? Ach du. Du da. Mal gucken, wie schnell sie nachlädt. Okay, es geht ein bisschen schneller. Ist tatsächlich ein bisschen schneller. Okay, wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ehrlich jetzt, wer hat dieses scheiß Raumschiff gebaut? Ja, da unten bauen wir so einen Kilometer Leerraum und da oben auch einen Kilometer. Falls wir mal ganz viele Sachen transportieren müssen, haben wir hier riesigen Frachtraum. Mhm, genau. Echt jetzt? Also wenn das hier eine Untergrundstation wäre, irgendwo in einem Fels gebaut, dann würde ich sagen, ja, okay, gut, das hier ist eine Höhle. Da haben sie so die Wände so ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen lackiert, damit das ein bisschen hübscher aussieht, aber... Für ein Raumschiff? Ehrlich, voll Verschwendung. Du musst den ganzen Scheiß da auch irgendwie in Weltall kriegen. Ins Weltall. Das musst du doch hochschießen, das Ding. Oder zumindest zusammenbauen oben. So im Sinne von, ja, haben sie den Leerraum auch mitberechnet beim Hochsenden des Raumschiffes? Schnauze. Ich rede ja gerade. Toll, und jetzt wachen die ganzen Pfeifen auf. Ach, du bist auch noch da. Schnauze. Was war das denn eben? Ich stehe einfach nur so neben dir. Hallo, Dick. Ich bin auch noch da. Kann ich jetzt angreifen? Nein. Was? So das. So Gold. Ich chill hier ein bisschen. Mit meinem Kollegen. Wir sind die Chiller. Das hier ist die Chill-Out-Zone. Warum ist da jetzt Nebel drin? Oh ja, wir brauchen ein bisschen Nebel hier drin. Das sieht sonst zu langweilig aus. Aber wir haben die dreimal vorher gar keinen Nebel reingetan. Egal, mach diesen Level Nebel rein. Das ist viel hübscher. Ach ja, noch ein... Suit upgrade, chamber ready for use. Okay. Was bringt der Kopf? Ach so, der bringt nur diese Special Features. Na, nehmen wir noch mal ein bisschen mehr Rüstung. Schnellere Regeneration und PS-Maximum um 45%. Was auch immer das PS-Maximum ist. Ich bin hier schließlich nicht beim Autotuner oder so. Kurz mal eben ein bisschen Muschi. Ein bisschen Lippen-Action. Oh, ein Lippenbekenntnis. Michael Vinci Stil. Gute Arbeit draußen, Captain. Es sieht so aus, dass die Motoren sind repariert und der Flug kann normal weitergehen. Ja, ist klar. Mann, echt jetzt. Ja, und was soll ich jetzt hier so tun? Ah, hier. Propulsion generator shutting down procedure. Cooling down. The propulsion will stop in a moment. Propulsion generator shutting down procedure. Warning, leave the area immediately. Danger of radiation. What is it? Time to leave the propulsion core. Moment, was war das da hinten? Da hinten ist was. Könnt ihr das sehen? Das ist eine Tür. Geil. Eventuell sind wir hier doch in einem großen Raum. Also wenn hier jetzt so ein Granatenspasti wäre, dann würde ich ja ausflippen. Gut. Scheint alles ruhig zu sein. Ich sehe ein kleines Radiationssymbol. Oben da neben meiner Energie. Radiation active. Please leave the station. Jetzt können wir hier den Fahrstuhl benutzen. Und der Radioaktivität entkommen. Jetzt klar. Ja klar. Genau. Ein Glück, dass der ein Idiot ist und unten bleibt. Oh, wir haben ja hier noch das Aufladeding. Wo war denn das? Toll. Jetzt ist kaputt. Echt jetzt? Wegen einem kleinen Scheiß-Health-Balken ist das Ding kaputt?